Ja, hallo, herzlich willkommen im Eichglas Pop-Up Store in der Hackenstraße 3. Pop-Up deshalb, es sind nur 4 Wochen. Ab dem 23.03. können Sie 4 Wochen lang in den regulären Öffnungszeiten zwischen 10 und 19 Uhr die Gläser der Glashütte Eich testen. Warum testen? Was ist an den Gläsern so Besonderes? Naja, die Gläser schauen natürlich eigentlich alle gleich aus. Aber der Inhalt, der verändert sich. Wie? Ja, da kommen Sie vorbei und probieren es aus. Denn ich kann nur die Worte wiederholen von Herrn Eberhard Eich. Sie können mit den Gläsern in die Zukunft des Weins schauen. So, wir machen jetzt den Test. Und zwar mit einem deutschen Riesling-Sekt aus der Pfalz vom Weingut Manfred Deimel. Ein guter Tropfen, den kennt man auf dem Markt noch nicht so gut. Noch, aber wie gesagt, wir wollen ja alles kennen und ausprobieren hier. Also, Sie werden sich fragen, warum hier für Sie und mich 4 Gläser stehen. Naja, ganz einfach. Ausprobieren geht natürlich im Vergleich. Und der Vergleich bedeutet natürlich in einem normalen Standardglas, wie Sie es zu Hause haben, egal von welcher Marke, und einem nachbehandelten Glas der Glashütte Eich. Los geht's. Die Gläser, die natürlich den Namen Sensis Plus tragen, sprechen all ihre Sinne an. Das heißt, sobald das Getränk in den Gläsern ist, werden wir anfangen, unsere Nase hineinzustecken und zu schnüffeln. Auch da gibt es Unterschiede. Es kann sein, dass plötzlich ja fast ein Gestank kommt. Es kann sein, dass es lieblicher wird. Aber das ist noch ganz egal. Es kommt uns ja auf den Geschmack drauf an. Es tut sich einfach was. Optimal ist es natürlich, wenn Sie jetzt 1-2 Minuten warten. Das ist auch immer die Zeit, wenn Sie Gäste haben, die Gläser einschenken und dann servieren. Weil gerade bei Sekt Champagner mehr als 10 Minuten warten, da ist keiner glücklich. So, 2 Minuten später, der Geruch ist unterschiedlich. Jetzt schauen wir mal, wie sie schmecken. Ich probiere mit rechts, sehr zum Wohl. Rund, fruchtig, angenehm im Abgang. Schauen wir mal, ob das normale Glas mithalten kann. Zum Wohl. Der gleiche Sekt und doch ganz anders. Spritzig, würzig, eher aggressiv. Kommen Sie vorbei, entscheiden Sie selber, was ist Ihr Glas? Aus dem Off muss ich jetzt dazu sagen, für mich war der erste der weichere, der mir am besten geschmeckt hat. Und ich habe es dann auch erfragt, es war ein Glas von? Eich mit dem Sensis Plus Effekt. So, mit dem Sekt fangen wir an. Aber es gibt ja den Weißwein, den Rotwein, den Grappa, den Espresso, unendlich viele Gläser. Tja, da müssen wir jetzt leider aufhören, weil sonst kann ich Ihnen nichts mehr erzählen über die nächsten Produkte. Ich drehe einfach.